Ich will wieder gehen. Wegen dir hätte noch das Kreuz verrenken. Fucking. Also. Start. Passt es jetzt so? Okay. Danke. Können wir starten? Dankeschön. Okay. Unfassbar. Also, so war der vor 2 Jahren noch nicht. Alles klar. Also, auch immer anspruchsvoller. Gute Arbeit geleistet. Okay. Cut. Hallo, grüß dich zurück hier in unserem Skalierungstraining, ein bisschen anteasern hier, ja, zwar das Thema Finanzplanung, okay, gibt es ja einiges auch dazu zu sagen und aus den Erfahrungen, die wir als Unternehmer eben auch mit unserer Zusammenarbeit mit unseren Kunden in den letzten Monaten und Jahren eben einsammeln durften, möchten wir sozusagen das eine oder andere Schmankerl gerne rausgeben, Impulse vielleicht, wie man es besser machen kann, bitteschön, mein lieber Michael. Ja, also grundsätzlich das Thema ist ja so Dinge, die einem das Genick brechen können oder warum Unternehmen in den ersten 2-3 Jahren scheitern. Ich komme gleich noch drauf, warum 2 Jahre vielleicht ein ganz interessanter Zeithorizont sind. Aber was man sich auch wirklich bewusst machen muss, also gerade wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt, auch wenn man aber aus dem Freelancertum kommt, da hat man auch noch so ein bisschen, da ist man schon ein bisschen mehr gewohnt, aber gerade als Angestellter ist halt wirklich die Gefahr, man ist es so gewohnt, dass man seinen aktuellen Unternehmenszustand oder seinen aktuellen Zustand, also da hat man ja kein Unternehmen, aber seinen aktuellen finanziellen Zustand anhand vom Bankkonto abliest. Also sprich, auf dem Bankkonto ist jetzt, keine Ahnung, ein paar tausend Euro rumliegen und dann sagt man sich, okay, passt, kann ich nicht investieren, mache ich irgendwas. Und da muss man sich halt wirklich bewusst machen, wenn man in das Unternehmen als Unternehmer startet, auch schon als Freelancer, komme ich gleich dazu, dass das halt nur die halbe Wahrheit ist. Also wenn du dann wirklich eine GmbH hast, dann hast du deine Bilanzierungspflicht und dann ist halt das Bankkonto eins von mehreren Aktivkonten, die halt da so rumstehen. Also da wird es dann schon irgendwie offensichtlich. Aber so im täglichen Doing ist es halt auch enorm wichtig. Kleines Beispiel einfach, wenn man so als Freelancer startet, da kennt man das dann schon vielleicht ein bisschen. Da stelle eine Rechnung über, keine Ahnung, ich habe jetzt nehme jetzt mal ein paar Monate zusammen, weil ich halt irgendwie eine Software für einen Festpreis gemacht habe und stelle dann eben die Rechnung über 30.000 Euro und dann liegen da plötzlich 36.000 Euro auf dem Konto. Also 6.000 Euro Differenz. Und da muss man halt dann schauen, weil 6.000 Euro für einen Einzelfreelancer ist halt doch ein Haufen Geld. Das ist aber kein Geld, was dir gehört. Also warum liegen da 36 und nicht 30 auf dem Konto? Naja, weil halt die Umsatzsteuer noch dazukommt. Und die ist dann halt nach gut 2 Monaten mal fällig. Das heißt, ich muss halt aber dann darauf achten, dass ich eben diese 6.000 Euro eben in der Zwischenzeit nicht schon irgendwo anders verplant und ausgegeben habe. Also da ist das Bankkonto, sagt dir da einfach nicht die Wahrheit, sondern du musst selber wirklich die Finanzen so weit im Griff haben, dass du da halt drauf achtest und das halt dann auch entsprechend einplanst und dir ein realistisches Bild von deinem Unternehmen verschaffst. Das ist mit der Umsatzsteuer noch relativ einfach. Also dann gibt's ja diesen Trick, dass man halt einfach alles, was reinkommt an Umsätzen, dann halt gleich mal die Umsatzsteuer auf ein separates Konto wegbucht oder solche Geschichten aus den Augen, aus dem Sinn. Das hilft schon, aber es wird halt mit einem Unternehmen, was halt komplexer wird, was größer wird, wird das Problem halt immer noch größer, noch gewichtiger. Und da sind halt dann einfach solche Sachen, ich habe halt als GmbH Bilanzierungspflicht, dann stellt halt der Steuerberater am Jahresende die Rechnung über 3.000 Euro, jetzt mal so aus der Luft gegriffen. Oder ich habe irgendwelche jährlichen Beiträge, weil ich halt irgendein Jobportal für 4.000 Euro im Jahr gebucht habe. Wenn ich da nicht auf dem Schirm habe, wann welche Abbuchungen erfolgen, schaut es halt auf einmal ziemlich dumm aus. Oder andersrum auch, wenn jetzt ein Mitarbeiter mal einen Monat lang nichts zu tun hat,
weil halt da kein Auftrag da ist, oder er macht halt irgendwie an einem anderen Projekt weiter, wo halt die Zahlung nicht sofort kommt, dann fehlen plötzlich da die Umsätze in der Planung. Das ist, was ich halt aus dem Festangestelltentum oder aus dem Freelancertum so einigermaßen gewöhnt bin, dass halt jedes Monat das Geld schön aufs Konto kommt und auf der anderen Seite die Abbuchungen auch relativ schön monatlich sind. Das je komplexer und je größer dein Unternehmen wird und je mehr Verpflichtungen du eigentlich eingehst, desto schwieriger wird es halt da auch diesen Überblick zu behalten. Und wenn du da halt nicht aufpasst, kann es halt sein, dass dann nach 2 Jahren, und darum komme ich jetzt eben auf diese 2 Jahre, warum es vielleicht auch manche nach genau diesen 2 Jahren zerbröselt, das Finanzamt und sagt, okay, aber du hattest doch jetzt hier vorletztes Jahr mal einen schönen Gewinn. Du hast im ersten Jahr, war deine Schätzung halt vielleicht noch nicht so hoch, wie dann der Gewinn tatsächlich war. Ist ja toll, wenn du da deine eigenen Planungen übertriffst. Hat es dann aber halt dem Finanzamt nicht gesagt, und nach 2 Jahren kommt dann das Finanzamt und hätte gerne seinen Teil davon ab. Und da wird es halt dann ziemlich schnell ziemlich dünn. Und wenn du da halt, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass halt diese Liquidität halt auch so enorm wichtig ist für Unternehmer. Und wenn das dann plötzlich irgendwie in irgendwelche Steuerzahlungen rausgeht, mit denen du nicht gerechnet hast und dir dafür vor 2 Monaten noch irgendeine Hardware angeschafft hast für einen entsprechend hohen Betrag, der dir jetzt fehlt, die du jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht hättest, die dir zwar hilft, aber hättest nicht unbedingt gebraucht, und eigentlich wäre es besser gewesen, das Geld noch in Cash auf dem Konto zu haben, dann kann das halt auch ziemlich schnell unangenehm werden. Und dann stehst du halt dann unter Umständen da vor der Frage, okay, nehme ich jetzt noch mein privates Geld und schieße das rein, um dann noch weiterzuleben, oder sind wir halt doch dann kurz vorm Ende? Ja, also ein paar Sachen, die ich auch noch dazu zu sagen habe, ist letztendlich, was immer ein großer Unterschied ist zwischen being Solopreneur und Freelancer und Einzelunternehmer oder auch mit einer GmbH oder ohne. Das ist dann, häufig ist es gar nicht der ausschlaggebende Punkt, ob du jetzt eine GmbH hast oder nicht. Ausschlaggebend ist, wie groß bist du? Und wenn du letztendlich ein Freelancer bist und du hast dich irgendwie verschätzt, dann sind das vielleicht mal irgendwie 10.000 Euro oder so, die du irgendwie dann mal schnell eben bei Mami oder Papi eben noch abgreifen kannst, wenn du noch jünger bist oder sowas, keine Ahnung, bei Onkel, Oma, Opa oder was weiß ich, oder bei irgendwelchen Bekannten, ja. Wenn du aber zu denen gehörst, die, sag mal, sich selbstständig machen und gleich, und das sind ja häufig auch unsere Kunden, die wir uns anfragen, auch im Skalierungstraining ganz, ganz besonders, dass die letztendlich sich vor kurzem das selbstständig gemacht haben, haben ihre Partner gefunden und so weiter, wollen gleich voll durchstarten und sind auch entsprechend erfolgreich, auch mit unserer Hilfe, mit unserer Unterstützung. Und das sind sozusagen genau die Punkte, wo dann eben nach 2 Jahren eben diese Punkte eben kommen, weil sich dann nämlich eben genau diese Faktoren eben potenzieren. Also das heißt, es geht jetzt nicht mehr um 10.000 Euro, 20.000 Euro, die sie nachschießen müssen beim Finanzamt oder irgendwo, sondern es geht dann letztendlich um eine 6-stellige Summe oder irgendwie sowas. Und die kann man sich jetzt nicht eben mal eben kurz einen Onkel oder Oma oder Opa oder irgendwas anpumpen. Auch da natürlich wieder vorausgesetzt, du gehörst also zum, bürgerlichen Mittelfeld. Ja, also wenn du natürlich aus der gehobeneren Schicht kommst, dann ist das wieder ein ganz anderes Thema. Aber es heißt nicht immer, also ich kenne auch einige Söhne und Töchter von etwas wohlhabenderen Familien, da ist es häufig sogar noch strenger. Ja, also die bekommen zwar ihr Harvard-Degree und alles bezahlt und so weiter, aber wenn es darum geht, sich einfach mal so 50.000 Euro irgendwo zu besorgen, na, dann heißt es nee. Ja, obwohl die Eltern vielleicht Multimillionäre sind oder noch viel mehr Geld haben. Ja, also letztendlich, das kann jeden und allen betreffen, egal aus welcher Bevölkerungsschicht er stammt. Und desto schneller du gleich von Anfang an skalierst und desto erfolgreicher du gleich von Anfang an skalierst, desto größer könnte der Faktor, den jetzt gerade Michael sehr ausführlich beschrieben hat, für dich eine Rolle spielen. Also da eben letztendlich, und hier nochmal ganz kurzer Tipp, auch aus der Welt dieser ganzen Finanz-YouTuber und so weiter, die ja auch quasi eine riesige Welle auch im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren da quasi vollzogen haben, weil letztendlich Aktien kaufen und der ganze Kram war quasi No-Brainer in der Niedrigzinsphase, das hat sich jetzt auch wieder geändert und so weiter, aber und dort letztendlich ganz große Influencer, die immer einbläuen wollen, Cash, also Inflation und der Euro ist bedroht und all diese Themen. Und wer die nicht kennt, der schaut kein YouTube, ganz einfach, ja. Und dort wird ja quasi die massivst das Gehirn gewaschen, ja, kein Cash zu haben, ja. Also jede 50.000 Euro, die du einfach nur auf dem Sparbuch hast oder also einfach nur auf dem Girokonto hast, oh, es ist ein Verlust wegen der Inflation. Ja, klar.
Aber auf der anderen Seite darfst du nicht in die Falle reintappen und zu sagen, oh, ich habe jetzt da 100.000 Euro auf dem Girokonto rumliegen, ja, ich muss unbedingt schnell Aktien kaufen oder irgendwas. Oder die müssen sich unbedingt verzinsen, weil die Inflation ist ja, der Euro ist gefährdet und so weiter und so weiter. Du musst letztendlich diese ganzen YouTube-Kanäle, die dir einfach quasi hier massivstes Gehirn waschen, ja, ja, kein Cash zu haben, ja, kein Cash und immer investiert zu sein und dies und das, das ist alles für B2C. Das bedeutet, das ist alles ausgerichtet für Angestellte. Ja, und selbst bei Angestellten heutzutage, wie sicher ist noch ein Angestelltenverhältnis im Vergleich zu vor 20 Jahren, ja. Letztendlich bist du als Angestellter nicht groß anders. Also in Deutschland bist du noch relativ krass geschützt, aber hat sich auch stark geändert. Also auch da gelten manche Regeln eben nicht mehr. Und also generell ist es nicht verkehrt, liquide zu sein. Ganz im Gegenteil, es ist sogar hoch und brandgefährlich, nicht liquide zu sein. Ja, scheiß auf die Inflation. Ja, wir reden hier von Zeiträumen von 1 bis 2 Jahren. Ja, also die Nachteile, die du haben wirst, wenn du zum bestimmten Punkt, ja, in deiner frühen Phase des Unternehmertums nicht liquide bist, ja, ist nichts im Vergleich zu den Nachteilen, die du haben wirst, wenn sich dein Cash ein bisschen inflationiert oder sowas. Ja, also das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Ja, noch eine kurze Anmerkung dazu. Also ich sehe es halt einfach so, dass das, also selbst wenn die Inflation zuschlägt und du praktisch die Kaufkraft etwas einbüßt, ich sehe es halt so ein bisschen als eine Versicherung. Du zahlst halt eine Prämie, hast halt aber dann, wenn es blöd läuft, noch Möglichkeiten. Zweiter Punkt ist halt auch, muss man sich halt auch klar machen, in den ersten 2 Jahren, wenn du jetzt eine GmbH gegründet hast, kriegst du auch eigentlich keinen Kredit als solche. Also das ist halt, also bist sowieso meistens auch, oder komme ich gleich nochmal dazu, generell zu Fremdfinanzierung, aber tust dir ja auf jeden Fall um einiges schwerer. Noch eine andere Sache, die man sich auch bewusst machen muss, ist, je größer das Ganze wird oder je erfolgreicher du auch bist, desto mehr wird das Ganze auch wirklich ein Schiff mit einer gewissen Trägheit. Also das ist halt, ich habe es im letzten Video angesprochen, so eine Elastizität, dass du sagst, okay, du arbeitest es halt mal irgendwie die doppelte Zeit oder sowas und kannst damit gewisse Lücken dann wieder reinarbeiten. Kannst du machen, wenn du 1, 2 Leute, 3 Leute hast, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was in deinem persönlichen Arbeitszeit oder Freizeit halt querfinanzieren. Das kannst du, wenn du 5, 6, 7 Leute hast, kannst du das einfach nicht mehr, weil du einfach faktisch nicht so viel Zeit hast, um so viel zu arbeiten, um da irgendwelche Lücken auszufüllen. Und da muss man halt einfach auch sich bewusst sein, dass halt alles reagiert mit einer gewissen Verzögerung. Also so ein Versatz von 2, 3 Monaten. Wenn jemand wie vorhin gesagt, er hat jetzt mal einen Monat keine Beschäftigung, weil halt eine Lücke ist zwischen der einen Beauftragung und der nächsten. Oder er hat eine Beschäftigung, aber die kann halt nicht sofort in Geld umgewandelt werden, weil er halt an irgendeinem Seitenprojekt arbeitet, wo ihr halt jetzt noch nicht so weit seid, dass ihr es verkaufen könnt. Sprich, da hast du aber das Problem, dass du, also der geht beim jetzigen Projekt raus, ihr stellt die Rechnung wird nach 30 Tagen gezahlt. Das heißt, eigentlich ist in diesem Monat schon das Problem ja wirklich präsent, dass der dir kein Geld bringt, kein Cashflow reinbringt. Aber du merkst es erstmal nicht, weil ja nach 30 Tagen dann die Rechnung eingeht auf dem Bankkonto und dann du auf dem Bankkonto auch sein Ding hast. Und das Problem kommt dann erst zum Tragen die nächsten 30 Tage, wenn du dann, also wenn der praktisch das 2. Monat schon keinen Job hat. Das heißt, wenn du da zu sehr dich auf dein Bankkonto fokussierst, auf Deutsch gesagt, wenn das Bankkonto schon mies ausschaut, dann ist es schon eigentlich mal 2 Monate zu spät letztendlich. Da bist du zu spät dran zu reagieren. Viel wichtiger ist halt schon in dem Moment eigentlich zu reagieren und wirklich die Maßnahmen zu ergreifen, wenn du, wenn halt das, der konkrete Fall eintritt, dass der halt nicht in der, also dass er aktuell kein Geld bringt. Und das meine ich halt eben, das ist, sowas siehst du eben auf einem Bankkonto siehst du nicht, auf einem Finanzplan siehst du es dann vielleicht eher. Also dass dann halt da steht, okay, in 2 Monaten nach den jetzigen Zahlen ist halt dann einfach mal so und so viel 1.000 weniger auf dem Konto. Und dann wird es irgendwann kritisch, weil dann geht es halt irgendwie gegen null. Auch, was man da halt auch noch bedenken muss, diese Verzögerung ist auch praktisch im positiven Sinne. Wenn du es schaffst, dass dein Kollege wieder in der Arbeit ist und wieder Geld verdient, dauert es aber noch 2 Monate, bis du es auf dem Konto merkst.
Und also drum ist es halt so wichtig. Da ist dann zwar, sag ich mal, der Unternehmenszustand schon wieder positiver, weil du ja wieder die Umsätze erzeugst, weil halt wieder grundsätzlich das Geld auf künftig dann auch eingehen wird. Aber du hast trotzdem noch das akute praktische Problem, wie du deine Rechnungen zahlst, weil bis die Rechnung halt eingeht, dauert es halt einen Monat und die Zwischenzeit musst du auch irgendwie finanzieren. Ist zwar irgendwie grundsätzlich, sage ich mal, positiver, was zu finanzieren, wo du weißt, dass da wieder Geld reinkommt, als irgendwie vorher das andere Problem, dass du weißt, dass irgendwann kein Geld mehr reinkommt. Aber trotzdem ist es praktisch, kann's halt eine Herausforderung sein. Also dessen musst du dir bewusst machen und je größer das ist, logischerweise, umso mehr größer sind die Beträge, mit denen du da halt dann auch hantierst. Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Punkte und auch teilweise ausschlaggebend, weil das Video hier ist ja, läuft ja auch nur unter der Videoserie Die verflixten Sieben, also die Faktoren, die. Du wolltest noch was sagen? Okay. Ja, weil ich vorhin gesagt habe, sage ich gleich noch was dazu, ist mir wieder eingefallen. Auch eine Sache, wo ich immer wieder merke, dass die vielen Leuten nicht so bewusst ist, aber die man sich wirklich bewusst machen sollte, ist, wenn du sagst, du möchtest irgendwo einen Kredit haben. Also ich hatte vor einer Weile, 2 Wochen, ich glaube, du warst auch dabei, so ein Gespräch, wo einer meinte, ja, dann gehe ich zur Bank und frage nach einer Million. Das ist so ein bisschen, also viele werden es hoffentlich wissen oder das ist denen bewusst. Es gibt aber auch genauso viele, denen ist es nicht bewusst. Banken geben euch nur einen Kredit, soweit wie ihr eine Sicherheit liefern könnt. Also du kannst nicht zur Bank gehen und sagen, ich habe hier eine tolle Geschäftsidee, leih mir mal bitte 1 Million, ohne dass du da eine entsprechende Sicherheit in Höhe von 1 Million reinbringst. Und zwar eine Höhe, also diese Höhe der Million, was die Bank dir so bewertet. Sprich, wenn du da ein nettes Häuschen hast, was du da vielleicht, also eine Geschäftsidee bewertet die Bank erstmal schon mal grundsätzlich mit 0. Also da kannst du nicht mit einer Geschäftsidee hingehen und sagen, hier, das wird irgendwas werden. Die geben dir dafür keinen Kredit. Das heißt, du musst irgendeine persönliche Sicherheit reinbringen und wenn du sagst, du willst 1 Million haben, dann musst du da Sicherheiten aus deinem Privatvermögen in Höhe von 1 Million einbringen und zwar in der Höhe von 1 Million, was die Bank dir so bewertet. Und wenn du ein nettes Häuschen hast, was jetzt vor 2 Jahren vielleicht mal noch gerade 1 Million so wert war, sind wir inzwischen halt auch schon wieder ein Stückchen weiter, wo das die Bank vielleicht mit ein bisschen mehr Abschlägen bewertet. Also mich wundert es da ein paar Mal, oder hat mich dieses Gespräch hat mich sehr überrascht, dass man noch so ein bisschen blauäugig da ist, zu sagen, ich gehe mal zur Bank und verlange dann 1 Million, weil da wirst du definitiv mit 0 Euro wieder rausgehen. Und das ist eben bei den Krediten, ich habe vorhin gesagt, ein Unternehmen, was keine 2 Jahre alt ist, tut sich da auch generell mit Krediten schwer. Du kannst es abfedern, indem du halt persönliche Haftungen mit reinbringst, aber das muss dir halt auch bewusst sein, dass wenn das Ganze dann nicht funktioniert, dann ist die Kohle und alles, was halt mit dranhängt, halt auch weg. Und also da halt einfach auch diese Awareness dafür halt zu schärfen, wie wichtig das halt ist, da irgendwie vernünftig zu haushalten. Bezieht sich jetzt dieses Beispiel mit 1 Million auf ein Gespräch, das du heute erst hattest? Nö, das ist keine. Okay, alles klar. Okay, hätte ja sein können. Ne? Nee, das war vor 2 Wochen, aber du warst ja auch dabei. Okay, alles klar. Also das ist soweit so gut zu dem Thema Finanzierung. Ich denke, es ist ein sehr interessantes Thema für den einen oder anderen auch letztendlich. Und nochmal ganz kurz zu dem Thema, wo ich vorhin gesagt habe, wenn du da jetzt einen Haufen Cash am Anfang theoretisch auf deinem Konto hast, ja, und Angst hat vor Inflation, das ist ja Geld, das dir gar nicht gehört. Also es wird letztendlich Geld, das dir gar nicht gehört, inflationiert. Ja, also immer so denken, ja. Und also auch Mehrwertsteuer und so weiter. Und letztendlich, wenn es Geld sein sollte, welches dir nicht gehört und du irgendwie verspätet zahlst, dann zahlst du auch dann darauf wiederum Zinsen. Also von daher. Ja, also letztendlich ist es nie verkehrt, dort sozusagen immer das Ganze ein bisschen mit Voraussicht. Ja, ich denke, das ist ein sehr hartes Thema. Auf jeden Fall gehört es auch dazu generell, ja, wenn wir in so einem Skalierungstraining mit unseren Leuten, wenn wir denen weiterhelfen wollen. Und dann würde ich sagen, dann schließen wir das Thema soweit mit diesem Video. Und mehr dazu, ja, unbedingt unser Skalierungstraining mal anschauen, dir oder auch bei uns einen Erstcall buchen. Und dann werden wir eben entweder ich oder er oder gemeinsam dann auch den wahrnehmen, je nachdem, welchen Scope du mitbringst, ja.
Und unser Ziel ist natürlich, Leuten wirklich weiterzuhelfen, denn nur das ist natürlich dann auch wiederum unsere Garantie, dass wir weiterhin erfolgreich sein werden in der Zukunft mit uns, mit dem, was wir so machen hier, auch im Skalierungstraining. Okay, also dann, wenn dir das Video gefallen hat und du es auf YouTube jetzt zum Beispiel siehst, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Hol dir gerne unser Skalierungstraining oder einen Call bei uns und dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der anderen Seite. Bis dahin, ciao.